So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den nochmal dabei. Gut, doch. Und wir gucken uns heute an Reanimator gegen Buck Chains. Zwei mittlerweile sehr bekannte Gesichter bei unserem Channel wieder. Mit ja, Hände. Ja, Hände, Entschuldigung. Namen und Hände. Auf der einen Seite haben wir Reanimator, aktuell BR-Version. Ich sehe da aber eine Iona, da wurde ein bisschen dran rumgetüftelt. Uff. Ist Iona aktuell gut? Boah, bei uns in der Meta. Ich glaube nicht, oder? Nee. Dafür läuft zu wenig. Der Emissary ist, glaube ich, geiler. Ja. Emissary ist geiler. Von der anderen Seite, ich habe schon Chains gesehen. Die Chain? Da ist. Pass. Tap. Ist die Frage, man hat einen Endurance scheinbar? Ja, Endurance auf der Hand, Chains auf der Hand. Grüne Karte? Doppel-Endurance, aber keine grüne Karte. Ja. Andere grüne Karte, das ist Doppel-Endurance. Ja, okay, Endurance. Ist ein bisschen dunkel geraten. Ein Endurance reicht ja schon mal. Ja, nee. Nicht mehr gegen das aktuelle Reanimator. Das aktuelle Reanimator ist ja wirklich leider wirklich so, dass es wirklich anstrengend ist. Du kannst ja Grief auch noch so stacken, dass dir nach dem Resolven von dem Discard-Trigger erst in den Friedhof geht. Genau. Das geht. Und das macht das Ganze sehr, sehr anstrengend. Und ja. Leider auch sehr schwierig zu beaten. Ja, da vor allen Dingen. Ist das ein End-of-Turn-Fetch? Ich glaube, es ist ein End-of-Turn-Fetch. Nee, nö, das war ein. Okay. Ben hat gerade eben End-of-Turn-Fetch gemacht. Okay. Wofür? Weiß ich nicht. For the glory of Satan. Da ist ein Endum. Endum. Das hat er aber gerade auch erst gezogen. Okay. Und dann wahrscheinlich Reanimate. Ja, into Endurance dann, ne? Ja, aber nimm mal Archon. Archon oder Grusel. Grusel-Daddy ist auch nicht schlecht. Grusel-Daddy. Wenn man weiß, dass der Gegner kein Weiß spielt, ist Grusel-Daddy halt immer noch die stärkste Wahl, die man hat als Reanimator-Spieler. Ja, okay. Wenn der Archon echt schon ziemlich gut ist. Der Archon, der macht halt richtig Druck. Ja, ja. Okay, der hat Grusel-Daddy auch und du ziehst 14 Karten. Genau das. Puh. Erst die Frage, macht man jetzt noch? Ist ein Reanimate. Da kommt auf jeden Fall ein Endurance. Auf jeden Fall das Endurance und man pitcht das andere Endurance. Ist das ein Endurance? Das ist kein Endurance. Ah, Assassin's Trophy. Das ist eine Assassin's Trophy. Eine Arschtrophäe. Genau, eine Arschtrophäe. Genau, der Friedhof wird geschaffelt und unten drunter gelegt. Ja, und nicht reingeschaffelt, wie es manchmal schon gemacht wurde. Yes. Viel zu häufig. Wobei Assassin's Trophy auch schon ziemlich gut ist gegen Reanimator. Ja, kriegst du halt alles weg, ne? Hm. Außer vielleicht die Iona auf grün oder schwarz. Oder die Emissary. Stimmt. Auch instant. Gut, aber ansonsten, das ist ein Brainstorm. Das ist ein Brainstorm. Brainstorm ist schon mal ganz nett. Da hat man Land, da kann man brainstormen. Brainstorm zieht man. Jetzt bräuchte man mal so langsam irgendwie countermäßig was, damit man am Leben bleibt. Ja, das war, glaube ich, nicht auf der Hand. Ja, Vale bringt gegen Reanimator, gegen den Discard zumindest was. Ja, aber auch nur, wenn man eine Antwort auf der Hand hat, die mir beschützen will. Und das, glaube ich, ist das noch ein Endurance? Weiß ich gar nicht. Echt, man legt das Vale weg. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, man rechnet damit, dass der Gegner irgendwie das Ding spielt, fetcht, wählt auf den Discard und jetzt kriegt er noch ein Counterspell oder so. Ja, ja. Das wäre eigentlich safe gewesen. Das ist ein Looting, da geht die Iona in Looting ist schon ziemlich gut. Iona geht. Und? Was geht noch? Oh, noch ein Daddy. Ja, noch ein Daddy ist schlimm. Auf der anderen Seite? Tjo. Das sieht nach Exhumos. Animated. Targetet nicht. Man kann aber trotzdem Fetch Whale. Ah, nee, man kann nicht Fetch Whale. Doch, man hat Whale noch auf der Hand. Das wäre dann Fetch Whale into Draw Force of Whale zum Beispiel. So wird der Daddy geholt. Dann kommt der Grusel Daddy. Oh. Call me Daddy. Animate Dad. Gute Karte, hab ich gehört. Kommt demnächst als Judge Promo. Demnächst als Judge Promo noch viel, viel cooler. Da ziehen wir mal einen Arsch voll Karten. Ja. Generell vom Matchup? Was denkst du? Ich gehe, glaube ich, für Reanimator. Ich kenne Buck Chains. Und der hat nicht so viel Counter. Auch 4 Force. Das ist, ja. Ich
Aber keine Force of Negation im Sideboard. Das könnt ihr übrigens nachgucken, wenn ihr nach der Fischkrieg-Series googelt. Yes. Gott, heute voller Werbung das Video, tut mir leid. Grief, Pitch irgendwas? Da wird's Discard. Alles klar. Ja, weil Chains relativ lang braucht, um der Combo auszumachen. Der erdnere Plan ist Uro, der ist auch sehr langsam. Du hast nicht so viel geilen Scheiß. Ja gut, Game 2, Game 3. Ist halt die Frage, was jetzt gebordet wird. Ich meine, Reanimator Game 1 zu kriegen, ist für viele Decks schwierig. Ja. Ja. Habe ich an dem Tag auch nur durch Glück geschafft. Das passiert halt, wenn man mit dem Emissaries Instant ansagt und man zieht einen Planeswalker nach, der bouncen kann. Cool. Ah! Ja, ansonsten Bugchains, hier wahrscheinlich mehr Endurance. Sind noch welche im Sideboard? Pflaster, falls man den hat. Pflaster oder Spellpierce, je nachdem, was war. Da war noch ein hier das Bounce Land. Oh ja, Otavada, auch sehr gut. Da nun eine Baleful. Ja, eine Baleful ist halt auch gut. Da ist auch Force, das ist tatsächlich cool. Die Hand, die wird schalten. Ja. Reanimator hier als Sideboard-Option. Wenn er spielt Magus of the Moon, ist immer wieder geil. Ja. Ansonsten ist schwierig. Man kann nicht unbedingt viel mehr Discard mitdrehen. Der Gegner wird nicht Hate sowas spielen wie. Du musst ja auch irgendwas rausbohren. Ja, und ich glaube, alles, was du rausbohrst, macht deinen Deck schlechter. Du könntest höchstens an den Targets ändern. Du brauchst die Iona nicht. Ja, das stimmt. Theoretisch. Du kannst halt einfach den Emissary nehmen. Ja, wenn man noch andere Dinge hat. Ich meine, wenn da wirklich ein Elishnorn immer noch rumballert, die macht halt die Combo auch ziemlich mies. Ja, das stimmt. Dementsprechend, Sumpf Go und Fetchland Go. Fetchland Go. Fetchland Bellfall. Oh, Double Fetch. Jetzt wird Doppel-Duel. Wahrscheinlich. Blau-Grün und Schwarz-Blau. Ja, safe. Ja. Schwarz-Blau. Und Blau-Grün. Jawohl. Wie es sich gehört. Und dann Baleful und weiß nicht, hat man noch eine blaue Karte auf der Hand? Ich weiß es gerade auf dem Kopf nicht mehr. Ich glaube ja. Ich glaube, da war noch was. Brainstorm. Library. Ja. Natürlich auch sehr gut gegen Reanimator. Da kann man ziemlich viel eigentlich immer ziehen. Ein Tomb. Würde ich countern. Force of Will. Würde ich auf jeden Fall countern. Safe ein Counter wert. Ja. Lässt mal resolven. Man countert immer den Tutor. Niemals den Reanimator. Ja. Weil Tutoren haben sie insgesamt nur 4 Entombs und wenn sie haben 4 Festlooting drin. Ja, und wesentlich mehr. Reanimate Spells haben sie halt 12 drin, was die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Karte in den Friedhof bekommen, sehr viel schwieriger macht, wenn man das Entomb. Es wirkt konterintuitiv. Vor allem, weil viele der Reanimate Spells auch auf deine eigenen Kreaturen gehen. Hm. Aber es ist wirklich besser beim Reanimator, die Raussuch-Targets. Wenn er nichts im Friedhof hat, ist es halt schlecht für ihn. Ja, dann hast du mehr schlechte Handkarten. Genau, und das ist halt besser, als wenn man jetzt um jedes Reanimate fightet, weil jetzt hat er halt doppelt Reanimate und hast verloren. Ja. Deswegen, da ist das Target immer wieder vom Countern ein bisschen was anderes. Ja, wobei, du hast halt jetzt immer noch das Land zum Bouncen. Ja, das ist schon schwierig. So, Forzies, so, und jetzt ist die Logo schon gegessen. Ja, sehe ich ähnlich. Ja, das ist halt das Bittere. Da muss ich halt sagen, da ist halt immer wieder dieses Countern des Tutors. Es ist so konterintuitiv, weil zum Beispiel beim Storm oder so würdest du ja auch nicht den Tutor-Countern, dass deine Gegner halt keine Handkarte mehr. Ja. Sondern halt immer das Target, das Ziel, das Show-and-Tell willst du ja zum Beispiel countern. Nicht den Tutor, der das Show-and-Tell raussucht und. Ja, außer du spielst gegen Storm, weil der Tutor targetet was du. Ja, der Tutor ist halt Ende meistens. Ja. Aber selbst wenn du halt weißt, der Tutor macht noch einen Pass in Flames oder einen. Ja, wenn der Storm kommt, nicht oder passt, so, genau. Dann so. Aber beim Reanimator muss man halt auf diese Targets sehen. Das ist eine sehr weirde Strategie, aber funktioniert aus meiner Erfahrung sehr, sehr. Zumal jetzt zum Beispiel nur ein Entomb noch ein Out wäre. Kein Faithless Looting, weil keine rote Quelle liegt. Ja, und dann braucht man immer noch das Reanimating. Genau. Das heißt, man hat auf jeden Fall, hätte selbst jetzt auf jeden Fall noch eine Runde, weil man zumindest noch ein Entomb abwarten müsste. Genau. Was halt dann der Fall wäre, dass man es einfach verlangsamt
Und Reanimator gewinnt nur bei Geschwindigkeit. Es ist nicht so, dass Reanimator irgendwie einen Midrange-Plan hat oder so. Ich meine, einen Long-Term-Plan können sie, glaube ich, Grizzlebrand nicht mal hardcasten, außer sie haben Dark Ritual. Das geht, ja, mit einer Menge Mana. Wie gesagt, mit Dark Ritual. Ansonsten ist, glaube ich, nicht genug Mana in diesem Deck drin, um den zu casten. Da sind, glaube ich, nur 6 Länder drin. Das ist Reanimate, da kann man nicht drum fighten, da kommt der Archon. Trigger. Ja, ist glaube ich, von der Präferenz, was man countert, interessant. Ich meine, es ist nicht unbedingt falsch, das durchgehen zu lassen. Er hätte ja trotzdem jetzt mit Entomb into Reanimate irgendwas Neues machen können. Ja, aber erst nicht. Ja, theoretisch. Aber er hätte halt nochmal Entomb brauchen müssen. Und das ist halt schon schwierig. Oder halt Faceless Looting plus eine Kreatur auf der Hand. Deswegen, das ist super interessant, was da teilweise... Da wirft man das Land weg. Ich hätte die Chains weggeschmissen. Ja, ich... Boah, weil das Land, ja, kostet 4 Mana zum Bouncen, aber dass du so weit kommst, ist wesentlich... Da kommt Grief. Grief okay. Nimmt Chain oder Baleful? Baleful, safe. Die ersetzt sich selber und ist ein... Ah, nee, what? Okay. Okay, du bist doch überhaupt nicht in da der... Da ist ein... Oh Gott, das... Tide Hollow? Nee, falsches Deck. Das ist ein Ding. Ein Endurance. Und ja, da drunter. Aber ja. Oh, ja, das war's. Okay. Reanimator 2-0 gegen bei Chains. Das tat weh. Das war aber hässlich. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Wir sehen uns. Ciao.